Herzlich willkommen zu meinem neuen Video von der Garten am Walnussbaum. Heute widmen wir uns dem Thema Naturschutz. Und um was es da genau heute geht, seht ihr nach dem Intro. Ja, Garten, Selbstversorgung. Ist ja mit Naturschutz verbunden und ich habe jetzt das schöne Wetter genutzt und habe ein paar Nistkästen gebaut. Ist ganz einfach. Wie ich die im Einzelnen gebaut habe, zeige ich euch dann im Anschluss ein paar Bilder, weil ich finde es jetzt nicht so herzzerreißend spannend wie eine Brettabsicht. Es ist auf jeden Fall für jeden was, weil so eine Halbhöhle da zum Beispiel, die kann man einfach am Küchentisch bauen. Gerade auch wenn mit dem Dauerlockdown die Kinder in ihrer Freizeitgestaltung eingeschränkt sind, kennen ja die Eltern mit ihren Kindern zum Beispiel Nistkästen bauen. Aber wenn ihr jetzt keinen großen Garten oder Wohnung habt, ihr wohnt dann sicher irgendwo in einer Wohnanlage oder so, irgendwo gibt es Freiflächen und notfalls fragt ihr eure Hausverwaltung, euren Hausmeister, ob ihr dann die Dinger außen aufhängen könnt. Werkzeug braucht ihr auch nicht viel. Ihr braucht eine Säge, einen Hammer, ein paar Nägel oder einen Akkuschrauber und ein paar Schrauben und einen Bohrer. Und für die Halbhöhlen, da braucht ihr nicht einmal einen Bohrer. Ich habe, weil wir da am Land sind, das ist ein Mehlschwalben-Nistkasten. Der kommt an die Scheune und das Dach. Und wie der aufgehängt wird, oder aufgehängt ausschaut dann, das zeige ich euch dann bei Instagram. Was ihr für die Nistkästen braucht und die Bauanleitung, könnt ihr auf meiner Homepage finden unter www.amwalnussbaum.net. Da werde ich die Bilder einstellen noch und die Bauanleitung. Und jetzt sehe ich da ein paar Bilder. Da habe ich es mit der Schlagschnur aus dem rohen Brett angezeichnet. Da denn das rohe Brett mit 18 cm Breite. Und da werden dann die Längen von die einzelnen Teile abzeichnet. Sieht man hier die ganzen Einzelteile werden einfach zusammengestellt und das hintere muss man dann um das kleine Stück nur kürzen. Ich nehme dazu dann Tacker dann zum Zusammenheften. Man kann auch Nägel oder Schrauben nehmen, das ist egal. Da ist der vordere Teil, wo das Kreuz ist, kommt ein Loch rein mit 28 mm. Da mit dem Forstnerbohrer. Ich verlinke euch die mal in der Videobeschreibung. Und so schaut das Ganze dann ganz fertig aus. Ihr seht es dann in der auf der Homepage. Und da ist er aufgehängt, ungefähr zwischen 2 und 3 Meter hoch. Das ist die Halbhöhle. Auch wieder die Einzelteile angezeichnet, ausgeschnitten. Und so werden sie dann zusammengetackert. Wie gesagt, man kann es nageln, man kann es schrauben, das ist völlig egal. Und das ist dann das fertige Objekt. Es gibt jetzt die Teile für Schwalbenhaus. Das wird dann so zusammengestellt. Dann werden unten die Zwischenräume angezeichnet. Dann werden die ganzen Teile zusammengestellt, zusammengetackert. Man sieht auch wegen die Klammern. Und das ist schon das fertige Haus. So, ich hoffe, es hat euch mein Video gefallen. Wenn dem so ist, vergesst nicht, abonnieren und den Daumen hoch. Denkt daran, die Glocke zu drücken.
weil dann werdet ihr für alle Videos, die da noch kommen, informiert. Weitere Informationen und mehr Informationen findet ihr bei Instagram. Oder wenn es dann alles, was zu Instagram nicht passt, sprich Links und was weiß ich, findet ihr sowieso auf meiner Internetseite unter www.amwalnussbaum.net. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.